Einen guten Abend in die Runde und willkommen zu meinem zweiten Rise of Culture Stream. Ich muss hier gerade noch. Wird es gleich hell. Hallo Thürerwald. Spielt zu Rise of Cultures. Und vielen Dank. Vielen Dank. 15 Monate. 15 Monate Thürerwald Action. Ja, schön, dass du da bist. Spielst du selber Rise of Cultures oder willst du ein bisschen vergleichen zu FOE? Ja, also, ich hatte heute vor, mich einer Thematik zu widmen in Rise of Cultures, die relativ komplex ist, wenn man genauer guckt. Und ich habe mir dazu ein paar Notizen gemacht. Und das sind die Wunder in Rise of Cultures. Bei Forge of Empires gibt es das auch. Falls ihr Forge of Empires Spieler seid, da komme ich ja ursprünglich her. Da heißen die legendäre Gebäude. Und inzwischen spiele ich mehr Rise of Cultures und Forge of Empires nur noch so gelegentlich und schaue mir da die Neuerungen an. Aber Rise of Cultures relativ täglich. Tyrell schreibt, er hatte Rise of Cultures mal angefangen. Aber er spielt nicht mehr. Ah, okay, ja. Dann schau doch gerne zu. Du bist herzlich eingeladen. Wie immer, Thürerwald, wie immer. Genau, und ja, ich werde wieder, wie das so ist, beim Streamen spielen, aber heute auch ziemlich viel erklären, denke ich, denn ich habe mir einige Notizen gemacht. Ich überlege, ob ich das vielleicht irgendwie, ja, genau, vielleicht mache ich es einfach ein bisschen kleiner, das Fenster, damit die Beleuchtung nicht so krass ist. Okay. Genau. Also, fangen wir doch mal an. Die Wunder in Rise of Cultures. Generell gibt es einen Knopf, der heißt hier unten Weltwunder. In der Menüleiste, das findet ihr sowohl am PC als auch am Handy so oder am Tablet. Und da gibt es erstmal diese Übersicht. Und es gibt im Grunde zwei Aufteilungen oder eine Aufteilung in zwei Kategorien, die Wunder der antiken Welt und die Wunder der großen Reiche. Und ich glaube, es gibt von beiden ungefähr gleich viel. Jetzt muss ich mal auf die Übersicht gehen, da sieht man es ja. Genau, wir haben hier 10 in der antiken Welt und noch 10 in den großen Reichen. Genau. Ja, wenn ihr gerade Rise of Cultures anfangt, dann ist es so, dass man sich dann halt super freut, wenn man seine ersten Blaupausen hat und dann sein erstes Wunder aufstellen kann. Und dann spricht eigentlich nichts dagegen, das sofort aufzustellen, denn gerade am Anfang kann man die alle irgendwie gebrauchen. Alle sind irgendwie ein Stück weit sinnvoll. Alle bringen positive Effekte und man hat ja hier in diesem Aktivitätsmenü sieht man ja, wie viele Wunder man aufstellen kann. Und zwar kann man 4 Wunder in der Hauptstadt haben. Ich habe hier 4 Stück aufgestellt, wie ihr seht. Und man kann 4 Wunder in seinen verbündeten Kulturen haben. Oder bis zu 4 Wunder in seinen verbündeten Kulturen haben. Und da habe ich auch 4 drin. Und ja, deswegen ist da eigentlich nur zu sagen, also wenn ihr Wunder habt, stellt sie auf, solange bis ihr eure 4 voll habt und dann müsst ihr anfangen zu überlegen, naja, welche will ich denn jetzt wirklich tatsächlich haben und welche will ich vielleicht nicht aufstellen, welche will ich vielleicht nicht ausbauen, aber schon irgendwie nutzen. Sowas gibt es nämlich auch. Und da wird es jetzt komplizierter. Und darauf möchte ich dann noch
näher eingehen. Es gibt auf jeden Fall Wunder, wo es sich nicht so sehr lohnt, da viel Energie reinzustecken und die groß auszubauen. Und früher funktionierte das mit den Weltwundern oder den Wundern in Rise of Cultures mal ein bisschen anders. Da konnten die noch mitten in die Stadt gestellt werden. Also da brauchte man halt noch Fläche hier in der Stadt, wo man die Wunder dann aufstellt. Und dann konnte man auch beliebig viele Wunder aufstellen. Aber man musste gucken, ja, reicht der Platz? Passt das irgendwie hin? Und dann gab es irgendwann ein großes Update. Und zahlreiche neue Wunder wurden ins Spiel gebracht. Aber auch die Möglichkeit, eben die hier auf diese Seitenfelder zu stellen. Genau, also das sind so Felder, die einfach nur für Wunder nutzbar sind. Und in der Stadt selber konnten sie dann nicht mehr aufgestellt werden. Genau. Und ja, jetzt ist die Frage, was gibt es denn hier überhaupt Genaues an Wundern? Also vielleicht fällt hier relativ schnell ins Auge. Ja, weiß ich gar nicht, ob das so schnell ins Auge fällt. Aber es gibt auf jeden Fall Wunder, die haben irgendwie nochmal einen goldenen Rahmen in der Übersicht. Und es gibt Wunder, die haben den nicht. Es gibt Wunder, die haben einen Haken und solche ohne. Die mit den Haken ist ganz klar, das sind die, die man selber aufgestellt hat. Und wenn man das jetzt wechselt, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel das Grabmal des Mausolus ändere in die Hagia Sophia, dann ändert sich das in der Übersicht natürlich auch. Dann ist hier der Haken weg. Aber dafür ist er jetzt bei der Hagia Sophia drin. Ja, und dann gibt es eben noch diese goldenen Rahmen. Und diese goldenen Rahmen sollen sowas wie bedeuten, das sind jetzt irgendwie besondere Wunder. Die sind noch besser als die anderen. Wobei ich das ein bisschen, ja, da muss man auf jeden Fall ein bisschen kritisch hinschauen. Denn tatsächlich ist es nicht so, dass wirklich alle Goldumrahmten besser sind als andere, die den Rahmen nicht haben. Genau, da gehe ich aber dann jetzt im Weiteren noch näher drauf ein. Also wie gesagt, ihr habt insgesamt nur die 8 Slots und dann müsst ihr gucken, wie man sich das aufteilt. Vielleicht nochmal vorneweg, wie kommt man denn überhaupt an die Wunder? Also man braucht dafür diese Blaupausen. Das ist auch bei Forge of Empires braucht man auch Blaupausen, aber das funktioniert hier ganz anders bei Rise of Cultures. Hier gibt es einen Erfinden-Knopf hier oben in der Ecke und da kann man im Grunde seine Wunder selbst finden. Und es gibt dann immer ja, die Möglichkeit, eben Wunder der antiken Welt zu finden oder Wunder der großen Reiche zu finden. Und hier unter diesem Info-Icon findet ihr, welche Wunder das betrifft. Also hier seht ihr nochmal die alle Wunder der antiken Reiche, dann dementsprechend hier drüben alle Wunder der andersrum, das sind die alle Wunder der Antike, andere Seite alle Wunder der großen Reiche, aber das ist ja in der Übersicht schon relativ gut dargestellt. Und es gibt hier zusätzlich nochmal so einen Bonus. Und zwar habt ihr mit einer gewissen Chance, also eine gewisse Chance auf bestimmte Wunder, die eben zu bekommen und nicht die anderen in der Liste. Das sind eben alle in der Liste. Hier sind 10 Stück drin und diese 3 werden hier priorisiert. Und der mit dem goldenen Rahmen ist dieses Mal den nächsten 13 Tage der Koloss von Rhodos. Und die anderen oder die beiden gewöhnlichen in Anführungszeichen Wunder sind das Stonehenge und die Zeus-Statue. Und genau, das ist die Chance, die Blaupause für dieses Wunder zu bekommen. Man hat jetzt eine erhöhte Chance von 100% auf die Zeus-Statue oder eine erhöhte Chance von 75% auf den Koloss von Rhodos. Und bei den großen Reichen sind das eben jetzt hier diese Wunder. Und hier oben sieht man nochmal, wie wahrscheinlich es ist, dass man so ein Wunder bekommt. Also grundsätzlich ist es so, wenn ihr jetzt hier Erfinden drückt, ich habe jetzt hier leider jetzt nicht zum
ausprobieren da, also keine Zahnräder und keine Kugeln. Dann braucht ihr die Zahnräder und zwar 200 Stück oder Kugeln und zwar eine, um einmal ein Wunder zu generieren oder, oder zu versuchen, ein Wunder zu generieren. Die Zahnräder bekommt ihr wiederum aus Quests, aus der Schatzjagd, aus dem Helfen von bei anderen Mitspielern. Die können wir gleich mal rüber wechseln. Gibt es dieses Hilfe anderen, also diesen Hilfe anderen Tab hier unten auch im Wundermenü. Und da sieht man auch, wie viel man bekommt. Also ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich in die Zeus-Statue vom Impuls drei von diesen Materialien geben würde, würde ich 75 Zahnräder bekommen. Hallo, Arni. Da bist du da. Schön, dass du da bist. Freut mich. Genau, also man hat. Man bekommt halt vor allem durch das Helfen anderer Spieler, also ich glaube, das ist auch der Hauptpunkt, wo man die Zahnräder bekommt. Das Helfen anderer Spieler. Man kann jeden Tag fünf anderen Spielern helfen und bekommt dann eben Zahnräder dafür. Hat man 200 Zahnräder zusammen, kann man daraus eine Kugel machen. Hat man eine Kugel, kann man eine Blaupause erforschen, versuchen zu erforschen. Genau. Gehe ich wieder rüber. Deswegen gibt es hier die beiden Sachen auch in der Leiste. Hier ist es auch nochmal dargestellt. 200 Zahnräder macht eine Kugel. Forschungskugel, was auch immer. Und dann kann man auf Erfinden drücken. Hier unten entweder links mit einer Kugel oder gleich mit 10. Dann öffnet man eben mehr auf einmal, mehr Versuche auf einmal. Und man bekommt dann. Sieht man das hier unten auch noch? Genau. Man bekommt dann mit einer Chance von 5,7% eine Blaupause und mit einer ziemlich großen Chance von 94,3% eine Wunderressource. Dazu gehört eben auch diese Statue, die ich gerade gezeigt hatte, dass man die halt weggeben könnte, um 75 Blaupausen zu bekommen. Genau, also man bekommt halt vor allem diese Wunder oder diese Ressourcen und gelegentlich mal ein Wunder, aber die Chance steigt, hat man nämlich 10 mal erfunden gedrückt, dann hat man danach eine garantierte Blaupause. Oder wenn man 80 mal erfinden drückt, dann kriegt man danach auch einen garantierten legendären Bauplan. Genau. Ich klicke nochmal hier drauf. Die legendären Baupläne sind dann eben die goldumrahmten. Also in der Antike ist das Artemis, Kolos von Rhodos und Abu Simbel. Ja, kann ich auch nochmal in meiner Übersicht gehen. Es gibt nämlich hier so ein paar, die noch anders dargestellt sind. Die meisten sind bunt, aber manche sind noch grau. Zum Beispiel hier Palast von Sajil und Tikal. Die beiden Sachen sind bei mir noch ausgegraut, weil ich die noch nicht habe. Habe ich noch nicht entdeckt, die Blaupausen dafür. Auf diese beiden hier unteren bin ich auch gar nicht so sehr scharf, aber das Abu Simbel will ich unbedingt haben. Irgendwann. Genau, also es ist ein cooles Wunder und ja, auf die Details gehe ich dann gleich noch ein. Okay. Ja, so viel zum Erfinden. Also die Chance kann die, also ihr könnt auch schon vorher einen Wunder bekommen. Ne? Also ihr könnt auch sofort nach dem ersten Erfinden einen Wunder bekommen. Dann setzt sich auch diese nächste garantierte Baupause. Blaupause. Ich bin gerade verwirrt, weil das hier heißt es Bauplan und ich sag Blaupause. Baupause. Vermischt sich das irgendwie in meinem Mund. Genau, Bauplan, meinetwegen gerne. Und das setzt sich dann halt zurück. Wenn ihr einen Bauplan bekommen habt, dann setzt sich der Counter zurück. Wenn ihr einen legendären Bauplan bekommt, dann setzen sich sogar beide Counter zurück. Ja,
Gut, so viel dazu. Ups. Spielen wir eine Runde Minesweeper. Nein. Dann ist es so, dass ihr generell dass ihr generell diese Sachen auch benötigt, um eure Wunder auszubauen. Und da müsst ihr halt überlegen, welche Wunder ihr jetzt wirklich ausbaut. Ich kann ja jetzt mal auf meine Übersicht nochmal gehen und dann gehen wir mal auf ein Wunder, was ich gerade ausbaue. Das ist zum Beispiel das Kolosseum. Und wenn man sich das im Detail einklickt, also man drückt drauf und dann öffnet sich halt dieser Infoscreen, da steht da, was das Kolosseum kann und hier bei Verbesserung bei dem Reiter, da sieht man dann, wie weit der schon ist von der Verbesserung oder wie weit das Kolosseum schon ist von der Verbesserung. Das ist jetzt hier schon sehr weit in diesem Schritt. Ich habe schon fast alles zusammengesammelt hier oder Leute haben mir schon geholfen, da fast alles zusammenzusammeln, abgesehen von einigen Forschungspunkten, wie sie hier heißen, die ich hier noch einzahlen muss, um dann anschließend das Kolosseum auf die nächste Stufe 21 leveln zu können. Genau, und da arbeite ich gerade dran und so sieht es eben aus, wenn das schon fast fertig ist. Vielleicht mal im Vergleich dazu den Aachener. Hier sieht es auch schon fast fertig aus. Oder irgendwas, was ich gerade nicht fördere. Oder noch wenig gefördert ist. Können wir mal hier oben. Ach, nehmen wir einfach mal die Hagia Sophia. Ihr seht ja eben, dass noch gar keine Einzahlungen drin sind. Trinken. Ja. Genau, aber die Hagia Sophia baue ich eben auch nicht aus. Genau. Und das Kolosseum ist tatsächlich jetzt das Wunder, was ich am weitesten ausgebaut habe. Nicht unbedingt, weil mir das am wichtigsten ist, sondern vor allem, weil ich da die Ressourcen hatte. Denn man braucht alle 5 Level wieder eine neue Blaupause. Und das ist im Moment der Showstopper bei mir bei vielen meiner Wunder. Also zum Beispiel bei der chinesischen Mauer, da ist alles soweit fertig. Es fehlt nur die Blaupause, um sie auf Level 5 zu bringen. Genauso wie beim Chichten Itza. Da fehlt auch die Blaupause, um sie auf Level 5 zu bringen oder S. Genau, und so muss man halt dafür sorgen, dass die dann zusammenkommen und idealerweise bekommt man die nicht, indem man die selber erfindet, sondern indem man die von jemand anderem bekommt. Denn Blaupausen jemand anderem zu spenden bringt am meisten. Können wir ja hier mal über den Filter gehen. Ich habe zum Beispiel 3 Kolosseums-Blaupausen. Wenn ich die jetzt hier spenden würde, würde ich glatte 200 Zahnräder dafür bekommen. Und könnte sofort wieder selber was erforschen, erfinden. Genau. Deswegen ist es halt am besten, wenn man das spendet, wenn man irgendwie einen Tauschpartner hat oder sowas. Man will halt beide Leute wollen zum Beispiel die Zeusstatue ausbauen und jeder braucht jeweils eine Blaupause. Jeder hat vielleicht schon eine. Dann investiert man die am besten nicht bei sich selbst, sondern bei dem jeweils anderen und bekommt dann zusätzlich noch die Zahnräder. Genau, wenn man das bei sich selbst macht, dann kriegt man halt nichts. Jetzt muss ich mal kurz ein bisschen einsammeln. Und in der Allianzstadt schauen. Muss ich nämlich gleich wieder mein Plätzchen belegen. Okay. So. Genau. Und man kann
Man kann diese Spenden bekommen. Nicht für alle Elemente, die man hier drin hat. Manche muss man selber bezahlen. Aber man kann generell immer die Forschungspunkte gespendet bekommen. Und man kann Spenden anfordern für die anderen Teile, die man selber, ja, die man gespendet haben möchte. Und dazu drückt man halt mit der rechten Maustaste oder mit dem, oh, tatsächlich mit der linken, oder mit dem Finger dann am Tablet einfach auf die Box drauf, und dann kann man sagen, okay, man möchte hierfür Hilfe anfordern, und dann kommt hier eben auch so ein Ausrufezeichen dran, genauso wie bei den Fläschchen für die Forschung. Und dann kann man die gespendet bekommen, entweder von der eigenen Allianz. Kann man auch so ein extra Häkchen noch setzen, wenn man das nur von der Allianz haben möchte. Oder eben von anderen Spielern, die einfach sehen, dass da was gespendet werden kann und selber was spenden wollen, um selber Zahnräder zu produzieren. Ja, und so funktioniert der Ausbau. Man hat nicht immer alle Ressourcen, deswegen kommt man manchmal nicht weiter. Man ist dazu geneigt, die Ressourcen von anderen zu bekommen. Deswegen möchte man vielleicht manchmal noch nicht weitermachen, damit diejenigen da eben Zahnräder mit produzieren können. Ja, solche Sachen gibt es dann, die vielleicht bestimmte Wunder beim Ausbau einschränken. Ja, und man muss natürlich erstmal die Blaupausen bekommen. Und das ist nicht immer so einfach, wie man jetzt bei mir beim Abu Simbel sieht, aber die meisten anderen Sachen habe ich eben schon zusammen. Ja. Wunder ausbauen oder nicht. Es gibt bestimmte Wunder, die haben bestimmte Effekte, die haben sie immer. Und es gibt Wunder, die haben Effekte, die werden besser und besser, je weiter man die Wunder ausbaut. Jetzt kann ich euch zum Beispiel mal einem Stonehenge zeigen. Ihr seht hier beim Stonehenge, das hat eine Produktionsstärkung für Münzen von 23%. Und es produziert auch noch einen Forge-Punkt am Tag. Und zusätzlich nochmal drei Forge-Punkte durch andere Tempel in der Stadt. Darauf gehe ich gleich auch nochmal ein. Wenn man jetzt das Stonehenge verbessert, dann kriegt man 24% Produktionsstärkung. Und hier ändert sich nichts bei dem Teil. Also du bekommst immer noch einen Forgepunkt am Tag. Vielleicht werden das irgendwann mehr. Das kann ich jetzt. Gibt es eine Levelübersicht? Ja, gibt es. Ja. Ab Stufe 11 bekommt man dann zwei Forgepunkte am Tag oder Forschungspunkte. Dann ab Stufe 20, 3, bei Stufe 30, 4. Also das wird dann auch noch mehr, aber es ist natürlich schwieriger, auf diese Level zu kommen, um dann noch mehr zu bekommen. Aber die anderen Effekte wirken ja trotzdem. Und dann gibt es eben noch diese Rubrik hier unten. Also hier in der Verbesserung steht da nichts, weil sich das nicht verbessern kann auf die nächste Stufe. Also das bleibt immer so. Man bekommt immer nur einen Forschungspunkt zusätzlich für jeden anderen Tempel, der in der Stadt aufgestellt ist. So, was sind jetzt andere Tempel, die in der Stadt aufgestellt sind? Ich bekomme hier, wenn ich jetzt das Stonehenge stehen hätte, würde ich diesen einen Forschungspunkt vom Stonehenge selber bekommen. Und dann nochmal drei andere aus anderen Tempeln, die ich selber in der Stadt habe. Und die Tempel sind eben Wunder. Oder Wunder können Tempel sein. Beim Stonehenge ist es so, das ist ein Wunder, das ist ein Tempel und es ist eine Statue vom Typ sozusagen. Und ich muss jetzt also noch drei andere Tempel haben, um diese drei zusätzlichen Forschungspunkte mir zu verdienen. Dann schauen wir doch mal,
Was habe ich denn noch aufgestellt? Den Tempel der Artemis. Ist schon im Namen drin. Ist auch ein Tempel. Habe ich zu stehen. Da habe ich den einen zusätzlichen Forschungspunkt. Dann habe ich Hagia Sophia. Ist ein Tempel. Bekomme ich einen zweiten zusätzlichen Forschungspunkt. Und was noch? Hier unten das Chichen Itza. Oder Chichen Itza. Chichen Itza. Ich bin kein Maya, ich kann das nicht aussprechen. Sorry. Du hast schon Wunder auf 30. Glückwunsch, Arak. Ist dann Schluss? Kann man es dann nicht weiter ausbauen? Das weiß ich noch nicht. Ich habe mein Kolosseum ist bald auf 21. Genau. Das sind die drei Tempel. Gibt es noch mehr Tempel? Ja, die Cheops-Pyramide zum Beispiel wäre auch noch ein Tempel. Wenn ich die jetzt in der Stadt hätte, dann würde ich da 4 Forge-Punkte bekommen. Wenn ich jetzt die Hagia Sophia tausche, mache ich jetzt mal, dann gibt es da keine drei mehr zusätzlich. Tausche die jetzt gegen einen Nicht-Tempel. Zum Beispiel. Grabmal vom Mausoleum wäre, von Grabmal von Mausolus wäre auch ein Tempel. Nehmen wir mal die Hängenden Gärten, ist kein Tempel. Und wenn ich jetzt in die Wunder reingehe und wieder auf das Stonehenge, dann sehen wir, hier ist nur noch plus 2 angezeigt und nicht mehr plus 3. Bei Stufe 30 ist Schluss, sagt Ani Arak. Und da ist dann das Wunder auf Maximallevel, zumindest erstmal. Genau. Und so funktioniert das hier mit diesen Zusatzpunkten, die man bekommen kann. Und das lohnt sich schon ziemlich. Ja? Also wenn man tatsächlich das Stonehenge zu stehen hat in seiner Stadt und man möchte da das stehen haben, um die Forge-Punkte, die Forschungspunkte, nicht die Forge-Punkte, zu einzusammeln, dann lohnt es sich dann auch andere Tempel aufzustellen. Mindestens in dem Moment, wo man einsammelt. Genau, das kann man nämlich machen. Man kann die Wunder wechseln. Und das ist, glaube ich, eine ziemlich wichtige Erkenntnis, dass man bestimmte Wunder einfach dann ja aufstellt, wenn man sie braucht. Und andere dann rausnimmt. Genau. Grundsätzlich vielleicht nochmal zu den Typen von Wundern. Ich habe die mal grob aufgeteilt in drei Kategorien. Und zwar Wunder, die einem Kampfkraft bieten. Beispielsweise Tempel der Artemis. Ja. Stärkt die Fernkampfeinheiten. Oder die Aachener Königsfalls. Die stärkt die Infanterie, gibt der Infanterie mehr Leben und gibt zusätzlich noch diese besonderen Einheiten der Aachener Königsfalls, die man eben auch noch dann zum Kämpfen verwenden kann. Also das sind die Kampfwunder. Dann gibt es Handelswunder. Dazu gehört beispielsweise die Hagia Sophia. Denn die produziert hier jeden Tag 250 Waren. Und wenn man die entsprechend ausbaut, dann wären das eben mehr. Also hier steht jetzt nur bessere Inhalte. Das sind dann, die Menge wird einfach größer. Genau, oder auch die verbotene Stadt. Die produziert diese Waren und dann zusätzlich noch Waren aus China, also aus der kulturellen Siedlung der chinesischen. Also erhöht dort die Produktion von Waren um 10%. Und das verbessert sich eben auch, wenn man die weiter ausbaut. Habe ich auf Stufe 1. Ich habe mich eben auf die Kampfkraft fokussiert und nicht auf den Handel. Das wäre die andere Möglichkeit. Und dann gibt es solche Wunder, die ich einfach als Support klassifizieren würde. Also Unterstützungswunder. Und dazu gehört zum Beispiel das Stonehenge. Ja, das bringt einfach mehr Münzen in der Stadt und Forschungspunkte. Das lässt sich nicht so gut einordnen einfach.
Oder auch die hängenden Gärten geben zwei zusätzliche Arbeiter, wenn man sie aufgestellt hat, und eine Stärkung von der Nahrungsmittelproduktion. Ja. Okay. Ich, wie gesagt, habe mich auf die Kampfkraft vor allem fokussiert und habe eben solche Wunder eben insbesondere aufgebaut. Dazu gehört die Zeus-Statue, Tempel der Artemis, Sphinx, dann hier das Kolosseum, die Aachener Königspfalz, die Terrakotta-Armee, Chichen Itza. Chichen Itza. Kann ich noch ein bisschen üben? Genau. Geh mal auf die ein. So. Die Zeus-Statue. Also, die Zeus-Statue macht Infanteriestärkung. Bedeutet, eure leichten Einheiten, das sind die. Sind sowohl die. Wo sieht man die jetzt nochmal? So, wenn ich jetzt auf die Kaserne gehe. Genau, diese Einheiten sind das hier. Von denen ihr insgesamt 48 Stück habt. Die werden dann stärker und zusätzlich auch noch die in der Aachener Königspfalz, dann sind es dann auch Infanterieeinheiten. Genau, das sind die, die bei der Zeusstatue gestärkt werden. Und die Zeusstatue hat auch nur diesen einen Effekt, dass sie diese stärkt. Und da ist kein Zeiteffekt drauf. Das heißt, ihr könnt die Zeus-Statue in dem Moment aufstellen, wenn ihr sie braucht, und müsst auf nichts warten. Also, wenn ihr gerade kämpfen wollt, stellt ihr euch die Zeus-Statue hin und ihr habt dann diese zusätzliche Infanteriestärkung, die ich jetzt hier habe, beispielsweise. Wenn man jetzt mehr Statuen hat, dann kriegt man auch noch, also ich habe zwei, deswegen habe ich 8% Infanteriestärkung zusätzlich nochmal, weil ich zwei andere Wunder noch zu stehen habe mit diesem Statue. In dieser Statue-Kategorie. Und da kriegt man eben noch mehr Prozente obendrauf, um noch stärker kämpfen zu können mit seinen Infanterieeinheiten. Ist für mich ein ziemlich wichtiges Wunder, nutze ich immer wieder, nutze ich aber vor allem dann, wenn die Gegner richtig stark werden am Ende. Tempel der Artemis beispielsweise ist noch wichtiger, habe ich eigentlich durchgängig zu stehen. Das stärkt die Fernkampfeinheiten. Und gewährt zusätzlich noch drei Arbeiter. Das könnt ihr nicht immer beliebig austauschen, da es eben drei Arbeiter gewährt. Und wenn ihr gerade in diesem Moment nicht mehr drei oder mehr Arbeiter habt, ich habe jetzt hier 38 übrig, also kein Problem, dann könnt ihr die nicht tauschen, weil ihr dann die Fehlermeldung bekommt, naja, ihr habt nur noch zwei Arbeiter und ihr könnt jetzt hier nicht ein Gebäude rausnehmen, was drei hat. Weil dann würde die Stadt nicht mehr funktionieren. Dann müsste man erst eine Produktion abbrechen irgendwo, um dann einen weiteren Arbeiter freizumachen. Und dann kann man die eben auch tauschen. Jetzt habe ich mich verklickt. Aber auch hier beim Tempel der Artemis ist kein Timer drauf. Also wenn ihr drei Arbeiter habt, dann könnt ihr das auch problemlos tauschen. Dann habe ich eigentlich immer zu stehen die Sphinx. Die gibt eine Stärkung für die Kavallerieeinheiten, also die Pferde. Und zusätzlich hat sie eben noch diesen Zeiteffekt, dass man einmal am Tag eine Geheimnistruhe öffnen kann. Die habe ich gerade auch geöffnet, da waren Münzen drin, als ich die angeklickt habe. Und da können wir mal genauer drauf gucken. Hier ist zu einer 38%igen Chance ein Befehlshaber drin, mit dem ihr dann im Kampf einsetzen könnt. Und zu einer 62%igen Chance Münzen oder Vorräte. Also nicht schlecht. Hier ist allerdings der Nachteil, wenn ihr jetzt die Sphinx tauscht gegen ein anderes kulturelles Gebäude,
kulturelles Gebäude, sage ich schon, gegen ein anderes Wunder einer kulturellen Siedlung, dann setzt sich der Timer zurück. Das heißt, eure tägliche Truhe ist dann erst einen Tag später wieder abholbar, wenn ihr die Sphinx-Statue wieder aufgestellt habt. Und das ist ein gewisser Nachteil von diesen Gebäuden, die so einen Zeiteffekt haben. Aber ich habe die bisher immer zu stehen, eigentlich, die Sphinx. Von daher ist es für mich okay und ich kann diese Kiste auch quasi täglich abholen. Dann nochmal hier drauf drücken. Hier seht ihr, was ihr gerade abholen könnt. Da sieht man auch gerade, ich kann hier auch gerade noch was abholen. Eine Kiste für die Terrakotta-Armee. Da bekomme ich auch Münzen und Vorräte. Auch schön. Gut. So. Dann gehe ich weiter. Das sind die drei hauptsächlichen drei hauptsächlichen Kampfwunder, die ich einsetze in der Antike. Und jetzt kommen die der großen Reiche. So, da ist das Kolosseum. Das ist ganz ähnlich wie der Tempel der Artemis, nur dass es eben die nicht die leichte Infanterie stärkt, sondern die starke, also die schwere Infanterie. Und hat auch Arbeiter als zusätzlichen Effekt, die man nutzen kann. Vielleicht hat der Tempel der Artemis einen goldenen Rahmen, weil er eben drei Arbeiter gewährt oder ich glaube am Anfang zwei und das Kolosseum nur einen, beziehungsweise jetzt bei meiner Stufe zwei. Kann sein. Ich glaube, der Anstieg der Kampfkraft, der ist ziemlich gleich. Man könnte halt höchstens noch sagen, dass wahrscheinlich die Kampfkraft von den Fernkampfeinheiten wichtiger ist als die von der Infanterie. Denn die Infanterie, die steht halt an vorderster Front und die stirbt halt relativ schnell. Und die Fernkämpfer, die jetzt hier beim Tempel der Artemis verstärkt werden, die stehen halt hinten und die schießen halt die ganze Zeit auf die Gegner und sterben halt erst dann, wenn alle Infanteristen vor ihnen gestorben sind. Das heißt, der Effekt lohnt sich hier viel länger, dass ihr da die Kampfkraft gestärkt habt. Genau. Dann habe ich die Aachener Königspfalz, hatte ich ja schon kurz angesprochen. Die hat die Infanterie Stärkung, aber gibt eben nicht mehr Angriffskraft, sondern mehr Lebenspunkte. Das heißt, eure leichte Infanterie lebt länger und hält mehr aus durch diese Infanteriestärkung. Und zusätzlich gibt es erstens diese Einheiten zusätzlich, also diese Aachener, wie heißen die, Aachener Königstruppen oder so. Auf jeden Fall spezielle Infanteristen, spezielle leichte Infanterie, die nochmal ein bisschen stärker ist als die normale leichte Infanterie und die nur in der Aachener Königspfalz produziert wird. Und als Nebeneffekt kann man die Rekrutierungszeit von diesen Truppen verringern. Man braucht nämlich relativ lange, bis die wieder nachgebaut sind. Und also die brauchen grundsätzlich länger. Also diese Infanteristen, da braucht man, wenn die alle tot sind, sind das, glaube ich, bei mir so 1,5 Stunden, bis die wieder nachproduziert sind. Und die normale Infanterie ist halt innerhalb von 15 Minuten nachproduziert. Also hier muss man schon ein bisschen warten. Aber dafür sind die eben auch noch stärker als die normale Infanterie. Dieser Bonus wirkt allerdings auf alle Einheiten, auch auf eure normale Infanterie. Also, Aachener Königspfalz könnte aus meiner Sicht auch einen goldenen Rahmen haben, weil das auch wirklich ein sehr, sehr wichtiges Gebäude ist. Dann ist noch die Terrakotta-Armee. Da hatte ich ja gerade schon, bin ich ja gerade schon auf die Kiste eingegangen. Die ist wiederum so ähnlich wie die Sphinx. Also hat eine Kiste, ist täglich abholbar. Tauscht er die Terrakotta-Armee aus gegen ein anderes, müsst ihr den Timer berücksichtigen, dann ist er wieder auf Null. Außerdem werden hier die Lebenspunkte der
der schweren Infanterie gestärkt. Genau, also auch nicht unwichtig. Jetzt muss ich mal kurz wieder in die Allianzstadt gehen. Auch kein schlechtes Gebäude auf jeden Fall. Die Terrakotta-Armee. So, ich habe jetzt, wie ihr seht, mehr Wunder von den großen Reichen gestellt. Ich habe nämlich noch zusätzlich die chinesische Mauer gestellt. Da ist ein grüner Haken und das Chichen Itza mit dem grünen Haken. Auch diese beiden sind Kampfwunder. Das Chichen Itza ist so ähnlich wie die Aachener Königspfalz. Denn hier befinden sich spezielle Fernkampfeinheiten drin. Und zwar vier Stück, vier Bogenschützen, die auch eine andere Grundfläche haben als die normalen Bogenschützen. Die normalen Bogenschützen haben eine Grundfläche von 3x2 und die haben eine Grundfläche von 2x2 auf dem Kampffeld. Das heißt, ihr könnt die an bestimmten Orten platzieren, wo ihr noch Platz übrig habt. Also von daher ist es eine echt richtig gutes Wunder. Hat also zu Recht den goldenen Rahmen. Und der zweite Effekt ist die Erhöhung der kritischen Trefferchance für Fernkämpfer. Also auch nochmal ein wirklich sehr guter Effekt. Für mich als Kämpfer super. Und die chinesische Mauer. Die hat wieder einen täglichen Effekt. Das ist eine Fortsprungproduktion. Und sie erhöht die Trefferpunkte für alle Einheiten. Das heißt, alle Einheiten, die man hat, haben dann ein bisschen mehr Leben, halten ein bisschen mehr aus. Können ein bisschen länger kämpfen. Genau. Von daher auch ein ziemlich wichtiges Gebäude. War ich auch sehr froh, als ich das bekommen habe. Hat einen goldenen Rahmen. Ja, ist ein gutes Gebäude, aber ist es wirklich so gut? Arak, schön, dass du da warst. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ich werde noch auf die Allianzstadt eingehen, so ein bisschen zumindest. Also wir sind da gerade noch am Rumexperimentieren, mehr oder weniger, und auch schon fleißig am Ausbauen. Aber später. Erstmal die Wunder. Dann bis demnächst. Genau. Dann gibt es noch weitere Kampfkraftwunder. Eins, das ich noch nicht habe, und zwar das Abu Simbel. Das erhöht den Schaden aller Einheiten. Ist quasi das Pendant zur chinesischen Mauer. Hat auch einen goldenen Rahmen. Funktioniert ja auch ganz genauso. Und es produziert auch Forgepunkte. Also im Grunde, ja, das eine macht Schaden, das andere erhöht das Leben, erhöht den Leben, den Leben, das Leben, erhöht das Leben. Genau. Also die funktionieren ziemlich äquivalent zueinander und machen auch fast das Gleiche. Aber habe ich eben noch nicht bekommen, das Abu-Symbol. Und wenn ich das hätte, dann müsste ich nämlich überlegen, was tausche ich jetzt? Weil alle Wunder, die ich zu stehen habe in meiner Stadt, sind so irgendwas, also sind sinnvoll. Also hier, ich habe jetzt hier noch im Moment die hängenden Gärten ausgewählt. Aber ich würde normalerweise, wie gesagt, steht hier eigentlich eher der Zeus. Und dann habe ich eine Ausstattung mit Wundern, die nur aus Kampfkraftwundern besteht. Außer das Abu Simbel. Das habe ich eben noch nicht auswählen können, weil ich es noch nicht habe. Aber wenn ich es hätte, dann müsste ich irgendwas anderes dafür rausschmeißen. Und da ist die Frage, was könnte ich dafür rauswerfen? Und ja, da müsste ich dann nochmal drüber nachdenken in dem Moment, weil ich da mir noch nicht so 100% sicher bin,
Ich tendiere aber im Moment am ehesten zur Terrakotta-Armee, weil ich die noch nicht so weit ausgebaut habe. Oder zur Sphinx. Weil die nur die, also die Sphinx stärkt eben nur die Infanterie, die Kavallerie, also die Pferde. Und die Terrakotta-Armee nur die schwere Infanterie. Und von denen hat man jeweils weniger. Gefühlt braucht man die seltener jeweils als normale Infanterie und Bogenschützen. Und die sterben halt auch irgendwie meistens schneller und ja. Dazu tendiere ich irgendwie, das zu tauschen, wenn ich dann mal das Abu-Simbel habe. Hängt sicherlich auch ein Stück weit davon ab, wie weit ich das ausbauen kann. Denn wenn es so festhängt wie die chinesische Mauer an einem gewissen Punkt, dann ist halt auch die Frage, ob das nicht sinnvoller ist, vielleicht doch das andere Wunder noch stehen zu haben. Genau, und dann gibt es noch ein Wunder mit Kampfkraft oder Kampfkraftstärkung und das ist der Sherwood Forest. Das würde ich aber in Anführungszeichen setzen, denn der Sherwood Forest erhöht die Lebenskraft der Fernkampfeinheiten. Und im Idealfall kriegen die Fernkämpfer ja nicht mal einen Gegner vor die Nase. Also die sind ja dann eigentlich abgeschirmt durch die Reiter, durch die Infanterie und stehen dahinter und bekommen nichts ab. Das heißt, man braucht nicht unbedingt diese Lebenspunkte. Deswegen ist mir dieses Wunder, also der Sherwood Forest, für diesen Effekt nicht wichtig. Und es gibt noch den Palast von Sajil. Und auch der funktioniert so ähnlich. Und zwar stärkt er die Bastionseinheiten. Oder die Bastionen stärkt er. Es gibt hier eine Einheit, den Söldnerbefehlshaber hier, der kann einen tödlichen Wall erzeugen. Ja, da kommt dann eben so ein Bastionsbauwerk, wird dann aufgebaut und das kann auch mit Pfeilen schießen. Das greift also tatsächlich auch an, diese Bastion. Und die hat dann mehr Lebenspunkte, die dieser Söldnerbefehlshaber erzeugen kann. Und dann gibt es noch einen zweiten Söldnerbefehlshaber, den ihr wahrscheinlich kennt, der so eine Bastion aufbauen kann. Halt. Und das ist Alexander der Große. Der kann drei von diesen Wällen aufbauen, um Einheiten zu blockieren. Und da kann man sich dann dahinter stellen und man mit seinen eigenen Fernkampfeinheiten drüber schießen. Das ist auch ein ganz netter Effekt, aber die Bastion ist relativ schnell kaputt. Zumindest wenn man dieses Wunder nicht ausgebaut hat. Ja, aber ich tendiere nicht dazu, das auszubauen, weil ich diese Bastion nicht oft nutze und für nicht so wichtig halte. Von daher vernachlässige ich dieses Kampfkraftwunder auch. Genau. So. Haben wir schon mal eine ganze Reihe von Wundern uns angesehen? Auf jeden Fall mal alle Wunder, die irgendeinen Kampfeffekt haben. Dann gibt es die Güterwunder. Da gehört dazu. Der Leuchtturm von Alexandria. Der ist ein bisschen speziell noch, da der selbst keine Güter produziert. Mit dem kann man nur handeln. Mit Gütern handeln. Wenn man den Leuchtturm aufgebaut hat, dann bekommt man 5% mehr Waren aus den Handeln, die man macht. Und den kann man dann aber auch in diesem Moment aufstellen. Also angenommen, ihr wollt gerade mit einem eurer Allianzmitglieder handeln.
ihr habt üblicherweise den Zeus, die Zeus-Statue zu stehen, dann könnt ihr die Zeus-Statue problemlos in dem Moment rausnehmen, den Leuchtturm hinstellen und dann anfangen mit eurem Allianz-Mitglied zu handeln. Und ihr kriegt dann bei den Waren, die ihr da erhandelt, nochmal 5% obendrauf. Also statt 100 einfach 105 Güter. Und das ist ja schon mal nicht schlecht. Beispielsweise, ne? Und nachdem man mit dem Handel fertig ist, dann nimmt man dann den Leuchtturm einfach wieder raus und ja, stellt ihn wieder weg, sozusagen. Das ist definitiv ein Vorteil, ist ein Handelswunder, da ihr mehr Güter dadurch bekommt. Dann hätten wir das Grabmal von Mauselus. Das ist der hier. Der produziert 300. Tatsächlich 300 von meinen Hauptgütern am Tag. Nochmal zusätzlich 100 für jeden Tempel. Und das steigert sich dann halt je Ausbaustufe. Auf die Kiste gehe ich später noch ein. Dann gibt es die Cheops-Pyramide. Die hat Kisten wiederum, wo dann 100 von einer dieser Waren erzeugt werden pro Tag. Obendrauf kommen dann nochmal für jeden weiteren Tempel 30. Muss ich hier. Der hier gucken. 30, 60? Nein, anscheinend 60. Genau. Für jeden weiteren Tempel zusätzlich 60 Güter. Also bekommt ihr dann 160 oder wenn man zwei Tempel hat, so wie ich aktuell zu stehen, dann sind es dann eben 220 Güter, die ihr da insgesamt bekommt. Und zusätzlich erhöht es die Produktion für alle Waren in Ägypten. Für den zweiten Effekt, der hat einen Timer, da müsst ihr wieder die Cheops-Pyramide stehen haben. Für den ersten nicht. Wenn ihr gerade in Ägypten eure Kultur ausbaut und ihr geht nach ein paar Stunden wieder rein und wollt eure Waren einsammeln, könnt ihr vorher eure Cheops-Pyramide aufstellen, dann die Waren einsammeln und dann bekommt ihr die 10% obendrauf. Und wenn ihr sie nicht stellt, dann bekommt ihr 10% weniger Waren. Von daher, diesen ersten Effekt, der hat keinen Timer, kann man sofort nutzen. Und ihr könnt ihn halt auch verbessern, indem ihr die Cheops-Pyramide weiter ausbaut. Dann gibt es drei Wunder für den Handel in den großen Reichen. Das ist die Hagia Sophia. Die gibt 250 Waren aus der Kiste. Entweder aus der eigenen Zeit oder dem Zeitalter davor. Werden dann mehr, wenn man die ausbaut. Auf die Kiste gehe ich auch gleich noch ein. Dann gibt es noch die verbotene Stadt. Hatten wir uns schon angeguckt. Waren für China und Kisten und das Tikal. Gibt Waren für die Maya und dann eine grundsätzliche Produktionserhöhung für die Waren in der Hauptstadt. Für alle Waren in der Hauptstadt. Hier ist kein Timer drauf, wie ihr seht. Ihr könnt, wenn ihr Waren bei den Maya einsammelt, wechseln und das Tikal aufstellen. Könnt euch dann die Waren bei den Maya um 10% erhöhen und ihr könnt genauso, wenn ihr Waren in eurer Hauptstadt einsammelt, Tikal aufstellen und die Waren um 15% in meinem Fall erhöhen, die ihr dort einsammelt. Kein Timer, könnt ihr tauschen, das Wunder. Genau. Also, ja. Man kann also beides nutzen. Also ihr könnt auf Kampfkraft spielen und ihr könnt trotzdem eure Waren mit Hilfe von Wundern oder eure Waren, die ihr bekommt, mit Hilfe von Wundern erhöhen. Das könnt ihr eben für die kulturellen Siedlungen machen, mit den speziellen Gebäuden, die für die kulturellen Siedlungen sind. Wie gesagt, die Cheops-Pyramide mit dem Boost für die ägyptischen Waren.
Verbotene Stadt findet mit dem Boost für die chinesischen Waren und das Tikal mit dem Boost für die Maya-Waren. Oder eben euren Gesamtboost erhöhen, in dem Moment, wo ihr Waren einsammelt mit dem Tikal in eurer Hauptstadt. Und wenn ihr gerade handelt über den Hafen, dann könnt ihr den Leuchtturm vom Alexandria nutzen und da eure Warenmenge erhöhen. Genau. Mache ich wenig, denn ich habe eigentlich immer wirklich viele Güter. Also Gütermangel habe ich echt nicht. Oder Warenmangel habe ich echt nicht. Macht eigentlich nur in dem Moment Sinn, wenn man in ein neues Zeitalter aufsteigt und dann braucht man ja eigentlich relativ schnell viele neue Waren. So, und dann gibt es noch diese zahlreichen Support-Wunder. Beispielsweise das Stonehenge. Stonehenge könnt ihr in jedem, also jedes Mal, wenn ihr Münzen einsammelt, könnt ihr das Stonehenge reintauschen als Wunder. Und ihr bekommt jetzt in meinem Fall 23% mehr Münzen. Mein Stonehenge ist aber auch schon auf Level 9. Das liegt daran, dass das Stonehenge ein altes Wunder ist und ich das aufgebaut habe und ausgebaut habe, weil es eh schon in meiner Stadt stand und weil ich das genutzt habe, um damit Forschungspunkte zu produzieren. Nachdem die Wunder redesigned wurden und man nicht mehr so viele Wunder aufstellen konnte, habe ich das rausgenommen, das Stonehenge, und seitdem auch nicht mehr ausgebaut. Genauso das gleiche gilt für die hängenden Gärten. Das habe ich auch in der Zeit früher mal ausgebaut. Jetzt ist es eben auf 15. Einerseits, um mehr Arbeiter zu haben und dann, um die Produktionsstärkung nutzen zu können, um mehr Vorräte zu kriegen. Aber ihr könnt auch jederzeit, wenn ihr Vorräte einsammelt, einfach die hängenden Gärten reintauschen als Wunder und erst dann auf Vorräte einsammeln klicken. Und diese plus 28% zählen dann eben auf jede Produktion. Obendrauf kommen dann nochmal 8% für den einen Palast, den ich noch zu stehen habe. Wenn ich durchtauschen würde und noch mehr Paläste finde, die ich aufstellen könnte, zum Beispiel hier Abu Simbel ist ein Palast. Und Verbotene Stadt ist ein Palast und Palast von Sajil ist ein Palast. Wenn ich die aufstellen würde, gleichzeitig, dann gäbe es da nicht nur 8% obendrauf, sondern gleich noch 36 zum Beispiel. 36, 32. Genau. Ja, gibt es 50%, insgesamt 50% mehr Nahrungsmittel. Hat schon was. Muss man aber relativ viel tauschen. Und im Moment habe ich auch keine große Nahrungsmittelnot. Von daher nutze ich das auch nicht und tausche da wenig um. Kann man aber eigentlich bei jedem Mal machen. Mindestens mit den hängenden Gärten selbst. Ein weiteres Supportgebäude ist der Tempel der Artemis. Und zwar wegen der Arbeiter, die es gibt. Ne? Also braucht man mal Arbeiter, mehr als man gerade hat. Kann man zum Beispiel den Tempel der Artemis aufstellen und dann diesen Effekt nutzen. Gleiche mit den hängenden Gärten oder eben mit dem Kolosseum. Da gibt es dann insgesamt 7 zusätzliche Arbeiter, die man in seine Stadt holen kann. Dann. Ja. Könnte man den Leuchtturm nochmal erwähnen, weil der eben noch einen Handelsarbeiter gibt. Also das ist ja ein Effekt, der ist auch so Support-ähnlich. Aber er gibt auch noch einen Handelsarbeiter. Und den kann man dann halt auch nochmal zusätzlich nutzen, um mehr Handel anzunehmen oder zu verkaufen hier im Hafen. So, jetzt muss ich erstmal mein Wasser auffüllen. Dann gleich wieder da. Das auch ein bisschen, bis sich das richtig aufgebaut hat, also bis es richtig aufgelöst ist. Den Speaker's Corner habe ich, ja.
Den Speaker's Corner habe ich auf Denegu. Ups, nicht neu starten. Dort, Speaker's Corner. Ja, ich brauche ihn nicht aufbauen, der ist ja gut. Der hat ja plus 11 Angriffskraft, genauso wie so ein Schachmattplatz. Von daher ein gutes Gebäude. Und besser als eine botanische Ruine. Zack, da bin ich schon wieder. Der Clip wahrscheinlich gar nicht ausspielen können. So, muss ich mal eben was annehmen, um hier mehr verkaufen zu können. So. Und dann hat auch der Wecker geklingelt für die Allianzstadt, um hier wieder reinzugehen. So. Muss ich auch wieder anmachen. So. Okay. Weiter geht der wilde Ritt durch die Wunder. Was haben wir noch auf dem Zettel? Genau, kommen wir zu den Kisten. Die sind richtig stark auch, finde ich. Da gibt es das Grabmal von Mausolus. Und hier gibt es diese Kiste. Die Geheimnistruhe. Da gibt es drei Gebäude, die eine Geheimnistruhe haben und die auf unterschiedliche Art und Weise ausgelöst wird. Und das Grabmal von Mausolus, da hat man eben eine Chance auf einen Forschungspunkt, zwei Forschungspunkte oder Nahrungsmittel. Genau. Ich glaube, das steigert sich auch nicht. Genau, das bleibt immer so auf diesem Niveau. Und man kann das fünfmal am Tag machen. Und wie ihr seht, ich habe das heute schon fünfmal gemacht. Und ihr bekommt diese Kiste jedes Mal, wenn ihr eine Aufgabe oder Quest abschließt. Das Schöne ist, man schließt ja nicht täglich so viele Aufgaben ab. Wenn ein Event ist, klar, dann schließt man mehr Aufgaben ab. Aber normalerweise kriegt man hier vielleicht täglich zwei Quests, die man abschließen kann oder sowas. In seinem Zeitalter. Aber wenn gerade kein Event ist, könnt ihr eben auch diese neue Saisonaufgaben oder diese neuen Saisonaufgaben nutzen. Die zielen da nämlich auch rein. Und in dem Moment, wo ich hier auf Einsammeln drücke, zündet das Grabmal vom Mausolus und ich bekomme nicht nur diese Münzen hier, sondern eben noch zusätzlich diese Kiste, wo dann möglicherweise zwei Forschungspunkte drin sind, mit ein bisschen Glück, Forschungspunkte. Und das ist dann natürlich nett. Ein schöner Effekt. Ganz ähnlich funktioniert die Hagia Sophia. Da seht ihr, ich habe heute noch nicht alle fünf Sachen gemacht. Die gibt keine Geheimnistruhe, wenn man eine Quest abschließt, sondern die gibt ihre Geheimnistruhe, wenn man eine Verhandlung löst. Der Effekt ist ganz ähnlich. Ein Forschungspunkt, zwei Forschungspunkte oder Münzen in dem Fall. Und das kann ich euch sogar demonstrieren, weil ich noch zwei Verhandlungen machen kann heute. Schließen wir das mal. Gehen wir mal in die Schatzjagd. Denn dort bin ich jetzt auch an einer Stelle, praktischerweise, wo ich verhandeln kann. Und dann machen wir das mal, würde ich sagen. So. Okay, jetzt weiß ich das Ergebnis. Auf der linken Seite kommt das, was noch übrig ist. Nahrungsmittel und die Tür, die noch hier war, kommt hier hin. Und ich schließe das ab und hab das Wichtigste vergessen. Leute, ich habe das Wichtigste vergessen. Ich muss ja auch erst noch das Wunder aufstellen. So, also erstmal die Hagia Sophia aufstellen. Und dann funktioniert es auch. Nur die nächsten Verhandlungen werden nicht mehr so einfach. Ja, die schon noch, aber die danach nicht mehr. Okay. Sind immer noch alle im Rennen? Alle
Möglichkeiten. Hier ist auf jeden Fall das Kraut. Und da können nur noch die Münze sein. So, jetzt aber. Glückwunsch. Katsching. Ich bekomme 2 Forschungspunkte. Forschungspunkte. Aus der Kiste, aus der Geheimniskiste. Und die Belohnung natürlich auch. Und eine letzte Verhandlung habe ich heute noch. Und dann sind die 5 voll. Einmal Tor, zweimal Nahrungsmittel. Ja, diesmal sind es nur Münzen, aber auch gut. Genau. Und so kriegt man über diese Geheimnistruhen zusätzliche Belohnung. Von daher lohnt sich das auf jeden Fall, hier durchzutauschen. Und in dem Moment, wenn man eine Verhandlung eh macht, die Hagia Sophia aufzustellen. Und hier die 5 täglichen Truhen zu öffnen. Klappt nicht jeden Tag, denn nicht jeden Tag hat man die Möglichkeit zu verhandeln. Aber auch hier hilft dann ein Blick hier rein und mal zu gucken, kann ich nicht vielleicht diese Verhandlung lösen? Dann hat man nochmal eine zusätzliche Verhandlung aus dem Saisonpass, um ja zusätzlich eben noch die Hagia Sophia Truhe da öffnen zu können. Ja. So. Das dritte Wunder, was eine Truhe hat, ist Sherwood Forest. Hat auch diese ein Forschpunkt, Forschungspunkt, 2 Forschungspunkte und eine Kiste mit Gütern drin. Aber hier kriegt man die Geheimnistruhe, wenn man eine Schlacht gewinnt. Also einen Kampf erfolgreich abschließt. Lohnt sich auch, wenn man kämpft. Stellt man das in Sherwood Forest hin und dann kann man diese Truhe öffnen. Allerdings, das lohnt sich nur bis zu einem gewissen Grad, weil irgendwann kriegt man ja Probleme im Kampf und da überlegt man sich dann vielleicht, naja, um den Kampf zu schaffen, stelle ich lieber die Zeusstatue auf. Dann schaffe ich den Kampf, bekomme dafür aber keine Kiste. Muss man dann abwägen, ne? Genau. Oder man nimmt einen Befehlshaber und ist dadurch stärker im Kampf und kriegt die Kiste. Genau, muss man sich überlegen, wie man das löst. So, und es gibt noch mehr Support-Wunder. Welche hatte ich da noch nicht? Klar, es gibt die Wunder, die Fortschritte geben. Dazu gehört der Stonehenge, dazu gehört Abu Simbel, dazu gehört die chinesische Mauer. Hatten wir alle schon gesehen. Es gibt diese Gütergebäude. Hatte ich schon drüber geredet. Und es gibt diese Truhen. Und den Boost für Münzen vom Stonehenge. Boost für Nahrungsmittel von den hängenden Gärten. Und zu guter Letzt, glaube ich, ich überblicke gerade meine Aufzeichnung. Genau. Zu guter Letzt, unter den bisher veröffentlichten Wundern gibt es noch den Koloss von Rhodos. Der ist noch relativ neu und der erhöht, also einerseits gibt er Versuche für die Schatzjagd, ist aber mit Timer, wenn man den zu stehen hat, muss man ihn halt mindestens einen Tag zu stehen haben, dann kriegt man einen Zusatzversuch für die Schatzjagd. Und er macht eine Wunderbeitragsstärkung. Und die Wunderbeitragsstärkung erhöht sich. Wenn ich den Koloss von Rhodos weiter ausbaue, dann kriege ich jetzt hier demnächst 17% Wunderbeitragsstärkung. Und da zeige ich euch mal eben den Effekt. Stelle ich hier den Koloss von Rhodos nicht auf. Noch steht er nicht. Sieht so ähnlich aus wie die Zeusstatue, steht aber noch nicht. Dann seht ihr, wenn ich hier anderen helfen drücke, nehmen wir mal, weil das so eine schöne runde Zahl ist, nehmen wir mal eine Blaupause. Dann bekomme ich ja für die Blaupause 200 Zahnräder. Stelle ich den Koloss von Rhodos auf,
bekomme ich zusätzlich diese 15% Stärkung. Oder bei nächster Ausbaustufe 17% Stärkung. Das heißt, auf die 200 kommen jetzt, und das wird auch angezeigt, für die Blaupause nochmal 30 für 15%, 30 Zahnräder obendrauf. Und das bedeutet, jedes Mal, wenn ihr hier so eine einem Freund helft oder einem Nachbarn oder irgendwem helft und dafür Zahnräder bekommt, könnt ihr vorher den Koloss von Rhodos aufstellen und bekommt dann mehr Zahnräder. Und so könnt ihr dann viel schneller selber neue Blaupausen, Baupläne erfinden oder eben mehr von diesen Gütern bekommen, um eure Wunder weiter und schneller auszubauen. Ja. Genau. Das war im Grunde der Abriss zu den Wundern, den ich machen wollte. Ich bin auf alle Wunder einmal so ein Stück weit eingegangen. Ich muss nochmal gucken. Es gibt ja jetzt... Nee, auch die haben wir schon betrachtet, die ich noch nicht habe. Haben wir uns schon genau angeguckt. Genau, also ich habe alle Wunder, die es aktuell gibt, einmal betrachtet. Es gibt, wie gesagt, die Kategorien Kampf, Handel und Unterstützung, Support. Und ganz wichtig, die Möglichkeit, nutzt die Möglichkeit, Wunder zu tauschen. Wenn ihr auf Kampfkraft geht, tauscht zum Beispiel den Zeus. Ich nutze gerne den Zeus und tausche gerne den Zeus. Tauscht vielleicht auch noch andere Gebäude, beispielsweise den Tempel der Artemis oder das Kolosseum, und stellt euch einfach dann noch mehr von diesen Gebäuden, die dazu passen, zu anderen Gebäuden. Beispielsweise Koloss von Rhodos. Der kriegt ja noch mal zusätzliche Wunderbeitragsstärkung, wenn man Marineeinheiten aufbaut gleichzeitig noch. Ja, dann könnte ich, wenn ich eine zweite Marineeinheit, zweite Marinewunder hätte, den Leuchtturm von Alexandria, dann würde ich die beiden parallel aufstellen und dann würde ich zusätzlich nochmal 5% für den Leuchtturm von Alexandria obendrauf bekommen, auf meine bisherige Stärkung vom Koloss von Rhodos. Dann muss ich aber noch ein zweites Gebäude tauschen. Aber es geht ja. Auf Artemis ist kein Timer drauf, kann ich jederzeit tauschen. Ich muss nur 3 Arbeiter frei haben. Genau. Das auf jeden Fall mein Tipp. Tauscht die Wunder und nutzt vor allem diese Truhen. Die sind sehr cool. Und nutzt auch den Effekt vom Koloss von Rhodos. Das ist auch super wichtig. So. Wenn ihr nicht jetzt noch speziell Fragen dazu habt, falls ja, dann stellt sie einfach gerne im Chat von Twitch. Oder falls ihr das Video erst später schaut, bei YouTube zum Beispiel, dann könnt ihr sie auch unten drunter in den Kommentaren stellen. Dann gehe ich da gerne nochmal drauf ein. Macht sie natürlich jetzt hier live besser. Ja, aber wenn da gerade keine Fragen sind und ich alles erschöpfend behandelt habe, dann ist es okay. Zweites Thema, die Allianzstadt. Darauf wollte ich einen ersten Blick werfen. Das ist jetzt hier... Ich habe mir da keine Notizen zugemacht. Ah, jetzt kommt eine Frage. Felix, würdest du die Bogenschützen vom Wunder empfehlen? Auf jeden Fall. Richtig gut, Felix. Kann ich das demonstrieren? Ja, kann ich. Ich habe ja in der Schatzjagd hier einen Kampf. Ah, das ist eine blöde Begegnung, da kann ich es dir nicht so richtig zeigen. Aber ich zeig mal, worum es generell geht. Das ist auch der Punkt, Felix, genau. Der Platz ist der Punkt. 2x2 ist echt gut. Wenn ihr hier normale
Bogenschützen einsetzt, dann hat das, wie gesagt, diese Größe von 3x2. Den Platz brauchen die normalen Bogenschützen. Und der Bogenschütze aus dem, habe ich das Wunder vergessen, der hat eben 2x2. Der braucht also weniger Fläche. Und man hat ganz oft Begegnungen, wo man dann irgendwo noch 2x2 übrig hat und wo man die hinstellen kann. Das ist total oft der Fall. Ich habe das, naja, also ist jetzt schlecht zu sagen, aber vielleicht bei einem Fünftel von allen Begegnungen hatte ich so 2x2 Platz frei. Und da kann ich jetzt immer noch zusätzlich diese vier Bogenschützen reinnehmen. Und das stärkt natürlich den Angriff immens. Also ist eine super Unterstützung, dieses Wunder. Gehen wir rüber. Nacht, Alex. Schlaf gut. Gehe ich nochmal rüber in die Wunderliste. Denn ich habe ja gerade irgendwie verpeilt, wie das Wunder heißt. Genau. Chichen Itza. Chichen Itza. Irgendwie so. Genau. Das hat ja diese vier zusätzlichen Einheiten, aber es hat auch noch den genialen Zusatzeffekt, dass man. Dass alle Fernkämpfer mehr kritischen Schaden machen. Das ist auch ein super Effekt. Denn ich hatte vorhin schon gesagt, die Fernkämpfer sind eigentlich die Einheiten, die am längsten stehen. Ja, also man hat davor ja immer die Infanterie, die blockiert ja, dass die Gegner an die eigenen Fernkämpfer drankommen. Und die Fernkämpfer können immer von hinten schön schießen. Und deswegen ist da eine Kampfkraftverstärkung in jedem Fall super. Und wenn dann eine zusätzliche kritische Trefferchance dazu kommt noch, auch super. Ich glaube, ein kritischer Treffer ist dann immer eine Verdopplung der. Ich glaube, eine Verdopplung. Ich weiß es gar nicht genau, ob es eine Verdopplung oder eine Verdreifachung des normalen Kampfwerts ist. Aber ihr seht es manchmal. Da ploppt dann manchmal Crit auf während des Kampfes. Und dann hat dann der Effekt gezündet. Auf jeden Fall Chichten, Chichten Itza. Ein sehr empfehlenswertes Wunder hat seinen goldenen Rahmen mit Sternchen verdient. Also aus meiner Sicht, dieses Wunder, die Aachener Königspfalz, die ja im Grunde den gleichen Effekt hat mit den zusätzlichen Infanterieeinheiten. Allerdings braucht man die nicht so häufig, ja? Also wahrscheinlich braucht man die, wenn man insgesamt weniger Kampfkraft hat, öfter. Dann kann man die öfter einsetzen. Aber die haben auch die gleiche Grundfläche, die wie die normale Infanterie. Deswegen sind die halt so ein bisschen. Eigentlich sind die ein bisschen schlechter. Aber ist auch ein gutes Gebäude. Aber ich würd auf jeden Fall um die Aachener Königspfalz auch noch einen goldenen Rahmen rumsehen, weil ich das Gebäude auch sehr, sehr großartig finde. Und mein neuester Favorit ist eben der Koloss von Rhodos. Weil der. Einfach mal alles pusht. Also die ganze Wunder, das ganze Wunder, das ganze Vorankommen mit den Wundern, weil man mehr Zahnräder dadurch generieren kann. Ja, nee, die haben eben nicht die gleiche Größe wie die normalen und deswegen ist es nochmal extra gut. Ja. Und der Bonus mit der kritischen Trefferchance ist auch super. Von daher wahrscheinlich das allerbeste Wunder, was im Moment da ist, ist dieses Chichen Itza. Für Kämpfer muss man den Abstrich machen. Wer nicht kämpfen möchte, für den ist es vielleicht auch eher nichts. Genau. Wenn noch andere Fragen sind, können wir gerne nochmal rüberspringen. Ansonsten wollte ich noch auf das neue Thema und das neue Feature. Nicht eine Plantage aufstellen, sondern Allianzstadt eingehen. Und zwar gibt es jetzt dieses neue Menü, die Allianzstadt. Wenn ihr jetzt schon eine Weile zuschaut, dann habt ihr gesehen, dass ich immer wieder hier unten reingehüpft bin. Das ist eine Banditenjagd hier unten in der Ecke. Wie gesagt, dazu habe ich mir jetzt keine Notizen gemacht. Das wird jetzt eher so, wir schauen mal, was da so geht. Ja.
Und ich bin hier immer wieder reingehüpft bei der Banditenjagd und habe mich da beteiligt, weil die Banditenjagd ist das einzige zeitkritische bei der Allianzstadt. Denn man hat 4 Stunden Zeit, um diese goldene Truhe zu bekommen. Und wir sind jetzt hier bei unter 2 Stunden und haben noch nicht mal die bronzene Truhe. Dazu braucht man eben 500 Punkte. Wir sind jetzt bei 379. Das heißt, wir waren nicht so gut, was die Zeit angeht. Da hätte man schneller reinspringen müssen. Ich habe mir hier tatsächlich einen Wecker gestellt und habe auch versucht, dann alle 20 Minuten da reinzuhüpfen. Und in ein paar Sekunden kann ich wieder reinhüpfen, wie ihr gerade seht. Zack. Um meinen Beitrag dazu zu leisten, diese Truhe zu bekommen. Ja. Was wir da schon rausgefunden haben, ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das so gewollt ist, ist, dass nur diejenigen, die sich auch beteiligt haben, die Truhen bekommen. Das heißt, wenn immer nur ich reinspringe, immer nur ich reinspringe und wir nicht tauschen, dann bekomme am Ende auch nur ich die Truhe und Tobias, also beispielsweise nur ich und Tobias das machen. Dann bekommen am Ende nur ich und Tobias die Truhen. Und ja, ich weiß nicht, ob das so beabsichtigt ist, weil man muss im Prinzip sich absprechen und sagen, hey, bist du in 20 Minuten da und kannst das übernehmen und kannst dann da reinhüpfen und dann sucht man möglichst viele unterschiedliche Allianzmitglieder, die dann da mal für 20 Minuten drin sind und dann wirklich nach 20 Minuten wieder ein anderer drin ist, um es auch möglichst weit zu schaffen mit der Truhe. Auf jeden Fall hat es einiges an Abstimmungsbedarf, um an diese Truhen zu kommen. Und die Preise sind dann am Ende okay. Können wir mal reingucken. Es gibt hier ja, Nahrungsmittel und Münzen. Hier auch. Und da gibt es dann zusätzlich noch ein paar Zahnräder. Und hier gibt es noch ein paar mehr Zahnräder und auch Nahrungsmittel und Münzen. Dann gibt es diese Steine, die braucht man nur in der Allianzstadt. Erstmal für einen persönlich nicht wichtig, für die Allianzstadt schon sehr wichtig. Und tatsächlich sind die Steine hier bei der goldenen Truhe halt auch viel, viel mehr. Da kriegt man 120, bei der silbernen kriegt man nur noch 75, also fast nur noch die Hälfte. Und bei der hier 50. Also das hier ist quasi äquivalent zu den Punkten, ne? 50 für 500 Punkte, 75 für 750 Punkte, aber hier 120. Muss man aber schaffen. Schaffen wir dieses Mal nicht. Okay. Und dieses Gerät bekommt man hier auch noch. Dieses Auswahlkit, da kann man auswählen. Möchte man 4 Fläschchen haben, 4 mal Forschungspunkte haben oder diese Allianzfläschchen. Ja, was sind denn diese Steine und Allianzfläschchen überhaupt? Würde ich jetzt mal hier in dieses Forschungsmenü reingehen und das mal zeigen. Also man braucht die im Grunde zum Forschen. Gibt 3 verschiedene Fläschchentypen. Von den grünen bekommt man am meisten, weniger von den gelben und noch weniger von den roten. Deswegen sind die Anzahl, die man hier einsetzen muss, auch so gestaffelt, was die Fläschchen betrifft. Und die Steine muss man auch zahlen. Und es gibt halt so wie für einen persönlich gibt es auch für die Allianzstadt einen Forschungsbaum. Und ja, den nutzt man dazu, um im Grunde die Allianzstadt weiter auszubauen. Und das hat nur relativ wenig persönlichen Nutzen, aber es macht trotzdem viel Spaß, muss ich sagen. Also ich finde es, so wie wir das bisher gespielt haben, fand ich das sehr spaßig. Also wir mussten uns viel miteinander austauschen. Man muss viel miteinander reden, dass auch die Plätze belegt werden. Es ist jetzt im Moment tatsächlich so, dass jeder offene Platz belegt ist. Bei der Banditenjagd sind 2 Leute drin. Hier wird gerade
eine weitere Stufe vom Entdeckerviertel ausgebaut. Da sind drei Leute drin, mehr können wir im Moment nicht. Und wir produzieren hier in dem Produktionsgebäude fleißig Steine und da sind fünf drin, mehr können wir nicht. Also im Moment sind wir da, sind da alle informiert und helfen irgendwie alle mit, die Allianzstadt weiter auszubauen. Also und diese Kommunikation und dass man viel miteinander reden muss und koordinieren muss, das macht Spaß. Und man kommt gut voran und man schafft was zusammen, sozusagen, ne? Man baut was zusammen auf. Der persönliche Nutzen ist relativ klein. Man kann hier im Hauptviertel jeden Tag eine Produktion abholen. Die besteht einerseits aus diesen Fläschchen, wiederum für die Allianzstadt, dann aus den Steinen, von denen man ganz viele braucht in der Allianzstadt, und ein paar Fortschrittspunkte. Entweder ein oder zu einer geringen Chance zwei. Baut man jetzt das Hauptviertel weiter aus, dann werden die Preise besser. Tatsächlich aber nur die beiden hier. Also die Fortschrittspunkte bleiben immer gleich. Also ihr bekommt immer nur ein oder zwei Fortschrittspunkte. Wie es aussieht. Es steigt nur die Verbesserung bei den Steinen und bei den Fläschchen für die Stadt selber. Genau, also der Effekt für euch persönlich ist nicht so groß. Banditenjagd, na, da bekommt man eben zusätzlich noch die Zahnräder. Das ist auf jeden Fall gut. Und hier bis zu vier Fläschchen. So, jetzt brauchen wir jemanden aus der Allianz wieder, der in die Banditenjagd reinhüpfen kann. Kann ich jetzt mal eben schreiben. Chris im Stream beobachten. Lustig. Genau, aber ihr seht, wir haben relativ viel hier auch im Chat geschrieben, wer wie wann wo drin ist, um diese Plätze zu belegen. Es läuft halt optimal sozusagen, wenn alle Plätze dauerhaft belegt sind, aber man muss sich überlegen, wo man hingeht. Wenn man oft am Tag auch online ist, dann lohnt sich die Banditenjagd im Grunde. Dann kann man halt einen Wecker stellen, alle 20 Minuten sich hier neu reinsetzen. Wenn man den ganzen Tag überarbeiten ist, dann lohnt sich eher Steine zu produzieren. Hier geht man nämlich für 4 Stunden rein, dann hat man irgendwann Mittagspause, dann setzt man sich da wieder für 4 Stunden rein und nach Feierabend kann man dann vielleicht ein bisschen Banditenjagd machen. Genau, das ist halt da ziemlich gut und der Ausbau ist so ein Mittelding. Da sitzt man für 2 Stunden drin und baut ein Gebäude oder ein Viertel auf eine nächste Stufe aus. Grundsätzlich gibt es 4 Viertel. Das Hauptviertel, wo es diese Einsammlung gibt, wo es eben auch ein paar Forschungspunkte gibt. Das Entdeckerviertel. Das verbessert die Banditenjagd. Also ich habe jetzt hier eine Stärke von 123 die Stunde. Und ja, man sieht es jetzt gerade nicht, weil es gerade ausgebaut wird. Aber wenn die fertig sind mit dem Ausbau, die drei, dann habe ich 126 die Stunde an Fortschritt. Und dann wird das Ziel halt schneller erreichbar. Ja? Natürlich wird es noch schneller erreichbar, wenn wir hier zu zweit dran arbeiten, aber wie gesagt, es bekommt halt gerade keiner mit oder die es mitbekommen, sind gerade schon in anderen Produktionen drin. Man kann immer nur in einer Produktion gleichzeitig sein. Wer jetzt gerade hier Steine produziert, kann nicht bei der Banditenjagd helfen. Ebenso, wer die Stadt ausbaut, kann nicht bei der Banditenjagd helfen und umgekehrt. Dann gibt es das Wohnviertel. Das Wohnviertel steigert die Verbesserungsmacht. Die nächste Stufe wäre dann 120 die Stunde. Die Ursprungsstufe war 100 die Stunde.
Aber die drei, die hier gerade verbessern, die gerade das Entdeckerviertel verbessern, haben jetzt jeweils 110 die Stunde Verbesserungsmacht. Und vorher hatten sie 100. Das macht das Wohnviertel besser. Und was das Wohnviertel auch besser gemacht hat, ist, dass wir jetzt zu dritt am Ausbau von Gebäuden arbeiten können. Vorher waren nur zwei Slots frei. Und dann gibt es noch das Produktionsviertel. Zu produzieren wir aktuell, wie gesagt, ordentlich Steine. Denn man braucht Steine an allen Ecken und Enden. Man braucht Steine in der Forschung, man braucht Steine zum Verbessern. Also wenn wir hier das Produktionsviertel weiter verbessern wollen, dann brauchen wir hier 30 mal 50 Steine. Wenn wir irgendwas verbessern wollen, brauchen wir hier jetzt zum Beispiel 29 mal 100 Steine. Hier brauchen wir Steine, überall braucht man Steine. Steine sind im Moment ultra wichtig und da werden dann demnächst dann wohl auch noch Holz und was ist das? Dachziegel oder so hinzukommen. Genau. Hier gibt es auch nochmal einen zusätzlichen Effekt. Wenn mehr Leute gleichzeitig dran arbeiten, dann gibt es mehr. Das heißt, da wir jetzt hier gerade zu fünft, also meine Allianzkollegen gerade zu fünft daran arbeiten, kriegen sie jetzt jeweils 70 Steine die Stunde. Ist der Impuls in der Stunde fertig und sie arbeiten nur noch zu viert dran, dann rückt oder fällt ihre Produktionsmenge ab auf 65 die Stunde. Und in der Zeit, wo sie nur zu viert sind, produzieren sie dann eben nur noch 65 die Stunde. Deswegen lohnt es sich auch mal hier mit möglichst vielen gleichzeitig drin zu sein. Und wenn später mal mehrere Produktionen möglich sind, dann wird es sich wahrscheinlich weiterhin lohnen, sich auf eins zu fokussieren und zu sagen, okay, wir produzieren jetzt alle Holz. Und dann gehen alle in Holz rein. Und nicht zwei in Steine und drei in Holz oder so. Sondern alle in Holz, damit da alle möglichst diesen Bonus bekommen. Das haben wir soweit rausgefunden schon. Ja, und über den Forschungsbaum sieht man halt, welche Effekte man so bekommen kann. Das Allermeiste ist, wie gesagt, für die Stadt selbst. Hier unten wäre zum Beispiel für das Entdeckerviertel, wenn wir das erforschen, können wir dann einen weiteren Slot nutzen für die Banditenjagd. Das heißt, sie könnten hier zu dritt an der Banditenjagd uns beteiligen. Und dadurch steigt natürlich die Chance auch deutlich, an diese Tausender-Kiste zu kommen. Genau. Dann gibt es hier noch andere Effekte. Das hier ist wahrscheinlich der interessanteste. Moment, hier ist ein Stern. Also ich habe das noch gar nicht so alles entdeckt. Also ist halt jetzt wirklich so, wir schauen uns das mal an und gucken, was da so möglich ist. Hier sieht man gerade einen Stern bei dieser Banditenjagd. Und ich habe gerade gesehen, wenn man hier weiter nach rechts scrollt, dann gibt es hier irgendwann zwei Sterne. Oder Stern 2. Vielleicht gibt es dann eine schwerere Banditenjagd. Möglich. Oder eine, die bessere Preise bringt. Irgendwie sowas. Hier weiter nach rechts scrollt, gibt es bestimmt auch mal irgendwann noch drei Sterne, oder? Hier gibt es wieder einen Slot. Drei Sterne. Noch ein Slot. Vier Sterne. Okay. Und aus irgendeinem Grund kann ich jetzt hier gar nicht mehr weiter scrollen, aber ich glaube, bis 50 geht's. Ja, genau. Da gibt es dann vielleicht auch mehr persönlichen Gewinn. Könnte sein, dass es dann vielleicht da mehr Zahnräder gibt und so. Aber wie gesagt, man sollte sich möglichst austauschen, damit da möglichst viele auch in den Genuss der Truhe kommen. Und da muss man sich gut für absprechen. Beim Produktionsviertel, das ist, glaube ich, alles
nur Stärkung der Produktion. Stärkung der Steinproduktion, Stärkung der Holzproduktion, Stärkung der Ziegelproduktion, mehr Slots zum Ausbau der Produktion, der Güter, alles solche Sachen. Und im Hauptviertel, hier sieht man auch Verbesserung der Forge-Punkte. Ja, ich scroll mal ein bisschen zurück. Okay, auf Stufe 5 zum Beispiel gibt es dann wahrscheinlich auch mehr Forschungspunkte. Wenn man das auf Stufe 5 ausbaut, das Hauptviertel, dann kriegt man vielleicht auch irgendwann mal, wenn man das voll ausgebaut hat. Ich kann ja mal durchzählen. Das sind jetzt hier, wenn dann 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, ja, wahrscheinlich 17 oder 18 mal Fläschchenverbesserung. Ist schon möglich, dass du dann eine Chance auf 10 Forschungspunkte hast, irgendwann. Als Tagesproduktion. Aus der Allianzstadt. Und das sind dann eben 10 Forschungspunkte, die jedes Allianzmitglied täglich aus der Allianzstadt abholen kann. Auf jeden Fall nett. Man hat wo man gemeinsam dran arbeiten kann. Das macht irgendwie Spaß, sich da zu koordinieren. Und wir sind ja eine Allianz, die noch nicht voll ist. Wir haben ja nur 15 Mitglieder. Bei manchen, die 20 Mitglieder haben, da kommen die dann wahrscheinlich auch schon schneller voran und können sich da besser koordinieren, wenn sie es denn machen. Von mir gerade das Angebot, falls ihr eine Allianz sucht, die da aktiv mitmacht und ihr selber zum Beispiel in der Schatzjagd aktiv seid und Lust habt, eine aktivere Allianz, in einer aktiveren Allianz mitzumachen, dann haben wir Plätze frei. Also kommt, meldet euch gerne bei unserer Gilde, unserer Allianz. heißt Amarok auf EU1. So geschrieben. Amarok. Genau. Und meldet euch gerne. Schickt gerne eine Bewerbung. Na, 16 Leute sind wir. Schickt gerne eine Bewerbung. Wir freuen uns über weitere aktive Leute für die Schatzjagd und für die Allianzstadt. Ja. Und was es auch geben soll. Das ist dieses Männchen hier, dieses Symbol, denke ich zumindest. Man bekommt mehr Platz für Gildenmitglieder, wenn man das Wohnviertel ausbaut. Das wäre jetzt zumindest ja maximale Mitgliederzahl. Plus. Ich habe gelesen, man soll bis zu 30 Leute in der Allianz haben können. Im Moment sind es ja 20. Wenn wir hier Stufe 5 des Wohnviertels erforscht haben, können wir vielleicht 21 aufnehmen. Ich weiß nicht. Je nachdem, wie oft dieses Männchen da kommt. Nur doch, könnten durchaus 10 Mal werden bis zum Ende des Forschungsbaums. Genau, da kann man dann mehr Leute in die Gilde aufnehmen. Gibt es dann am Ende größere Gilden. Muss man sich zusammentun dann vielleicht irgendwann. Ja? Also macht auch Sinn, dass man sich zusammentut und vielleicht kleinere Gilden auflöst und dann lieber zusammenkommt, dass einfach sich zwei kleine Gilden zu einer großen zusammentun und so. Ne? Wenn die Leute sich verstehen, dann läuft es auch gut. Felix schreibt auch. Man braucht immer nur Forschung und Wohnviertel verbessern. In der Forschung das Wohnviertel verbessern. Genau, dann kann man bis zu 30 Mitglieder kommen.
Genau. Wenn man sich darauf fokussiert, um einfach mehr Mitglieder aufnehmen zu können, dann kann man hier auch auf dieser Leiste ganz nach rechts ausbauen, ne? Aber es ist, glaube ich, einfacher, so ein bisschen verteilt vorzugehen. Auch weil es sich ja auch lohnt, die Sachen hier in der Banditenjagd mitzunehmen und sowas. Genau. Und ja, vielleicht noch ein Punkt. Und zwar kann man in der Schatzjagd wo wir gerade ziemlich abkacken, denn die wurde umgestellt. Da kann man jetzt diese Forschungsfläschchen für die Allianzstadt bekommen. Und zwar gibt es hier zum Beispiel in der ersten Truhe eine Kiste zusätzlich. Und da sind diese Fläschchen drin für die Allianzstadt. Das ist neu. Die erste Allianz bekommt natürlich dann die meisten, die zweite weniger und die dritte halt noch weniger. Wir sind dummerweise im Moment die fünfte. Und ihr seht, was hier abgeht. Das habe ich noch nie gesehen. Tatsächlich waren wir in den letzten, eigentlich immer. Eigentlich waren wir immer Erster, weil wir immer irgendwelche anderen Gilden hatten, die nicht aktiv sind oder wenig aktiv, wo dann irgendwie während der gesamten Schatzjagd dann 50 Begegnungen gemacht wurden oder 10 oder irgendwas, ja. Und jetzt haben sie irgendwie den Zulosungsalgorithmus anscheinend verändert und man bekommt dann andere gleich aktive Gilden zugewiesen. Und wir haben jetzt den Nachteil, dass wir unter unseren 16 Mitgliedern auch drei haben, die im Moment nicht aktiv sind. In dieser Woche zumindest. Und ja, da hängt man dann natürlich hinterher, wenn die anderen auch, also wenn die anderen ihre 14, die Mitglieder, ach so, hier werden nur 14 angezeigt. Ja, wahrscheinlich haben wir jetzt schon zwei neue hinzubekommen. Haben wir zwei neue mitzubekommen? Wundert mich gerade, eigentlich nicht. Genau, auf jeden Fall hat man da natürlich einen Nachteil, wenn man inaktive Leute hat, dann können die natürlich keine Begegnungen machen in dieser Woche. Und dann hängt man hinterher gegenüber denen, die keine inaktiven haben. Ja, aber wie gesagt, hier in den Kisten bekommt man ein Fläschchen und bei Abschluss einer jeden Begegnung. Kämpfe ich einmal hier. Gibt es noch eine zweite Welle, denke ich. Zack. So, dann habe ich diese Begegnung gewonnen und kann jetzt die Kiste abholen. Da ist eine Plantage drin und ein Fläschchen. Ein gelbes. Genau, und das gibt es eben bei jeder Kiste eine gewisse Chance mit gewissen Prozentsätzen, dass man da Fläschchen bekommt für die Forschung in seiner Allianzstadt. Und dann kann man in die Allianzstadt, in die Forschung gehen. 20 Minuten sind um. Und der Wecker hat noch gar nicht geklingelt. Bin versehentlich ausgemacht. Ja, und hier die Fläschchen investieren in die jeweilige Forschung. Genau. Der Bottleneck
Der Flaschenhals sind aber die Steine. Denn man braucht viel, viel mehr Steine. Und wahrscheinlich später dann auch die anderen Güter. Als Fläschchen. Also man kommt hier in dem Forschungsmenü schon ziemlich gut voran und schon ziemlich weit, auch weil hier weniger Steine gefordert sind. Aber beim Ausbau braucht man dann schon ziemlich viele Steine. Hier zum Beispiel 29 mal 100 Steine, das ist schon echt viel. Während man in der Forschung dann hier beispielsweise 12 mal 50 braucht. Ja. Und man muss ein bisschen aufpassen, dass man in der Forschung nicht immer weiter und weiter kommt, während man die Gebäude noch nicht so weit ausgebaut hat. Also man muss sich da so ein bisschen einbremsen und Steine wirklich vorrangig hier in den Gebäuden ausgeben, denke ich. Und wir hatten jetzt als nächstes Ziel eigentlich im Entdeckerviertel diesen dritten Slot freizuschalten. Deswegen sind wir jetzt hier auch schon nah dran. Investiere ich vielleicht meine Fläschchen hier. Macht wahrscheinlich Sinn. Genau, mit Diamanten kann man natürlich auch Fläschchen kaufen, wie immer. Genau, um in der Banditenjagd dann einen dritten Slot frei zu haben und eher an diese Kiste zu kommen. Jetzt ist natürlich ärgerlich. Was wird jetzt geschrieben? Zweimal Banditen. Ach so, genau, in dem Moment, wo ich noch nicht drin war. Jetzt ist natürlich ärgerlich, dass alle, die sonst noch da sind, jetzt schon in irgendwelchen anderen Ausbauten verpflichtet sind. Und wie gesagt, drei Mitglieder sind aktuell inaktiv. Von daher können die leider auch nicht mithelfen. Von daher wäre es auch gut, na, noch ein paar neue Leute zu bekommen, um die 20 voll zu machen. Und vielleicht nehmen wir auch Leute, die schon länger inaktiv sind, dann raus. Und dann hier wirklich gemeinsam eine Allianzstadt zu bauen. Das macht auf jeden Fall Bock. Genau, aber wie gesagt, Flaschenhals sind die Steine und die braucht man wirklich überall und es ist echt wichtig, hier Steine zu produzieren und dann wiederum das Produktionsviertel weiter auszubauen, um noch mehr Steine zu produzieren. Das bauen wir gerade das Entdeckerviertel auf Stufe 3 aus und Stufe 4 ist auch schon frei. Das heißt, das können wir direkt danach wieder ausbauen, wenn wir die Steine zusammen haben. Allerdings müssen wir da erst wieder die Steine sammeln. Das tun ja hier die Allianz-Kollegen da gerade. Okay. Aber das ist, glaube ich, das Thema Allianzstadt im Moment. Da habe ich, glaube ich, so ein bisschen alles abgerissen, was es da zu wissen gibt. Ein bisschen unstrukturiert, aber macht, wie gesagt, auf jeden Fall Spaß. Gut. Gibt es noch was, was euch interessiert? Soll ich noch auf irgendwas eingehen? Zum Thema Rise of Cultures, wenn wir es gerade offen haben? Ansonsten werde ich das Video in den nächsten Tagen dann auf YouTube wieder stellen. Dann noch mit entsprechend Tags und sowas versehen. Und ein bisschen Videobeschreibung, wobei so viel Videobeschreibung mache ich gar nicht, drunter stellen und dann kann man sich das alles im Nachhinein ansehen. Falls da Fragen sind, wie gesagt, dann gerne unter die Kommentare unten drunter. Und ich habe schon irgendwann früher, wann war das, vielleicht vor einem halben Jahr oder sowas, habe ich schon mal ein Rise of Cultures Video gemacht. Ich glaube, da war die Wundermechanik auch noch eine ganz andere. Da hat das mit den Wundern noch ganz anders funktioniert. Hatte ich ja am Anfang kurz erwähnt, dass man die damals noch in der Stadt aufgestellt hat. Und kann man ja mal vergleichen. Mein altes Rise of Cultures Video und das neue, wie das da mit den Wundern war. Aber ich bin da nicht so im Detail. War schon wie jetzt, Tyrawal? Echt? Okay, kann sein.
Kann sein. Dann habe ich das in falsch, nicht richtig in Erinnerung. Genau, aber ich bin da auf jeden Fall nicht auf die Wunder groß eingegangen. Ich könnte sein, dass ich da auf die Idee gekommen bin, mal einen wirklich oder mal einen Stream zu machen oder ein Video zu machen, wo ich wirklich im Detail auf die Wunder eingehe, wo ich im Prinzip die Idee für den heutigen Stream geboren ist, der dann hat lange auf sich warten lassen. Ja. Was man noch mal sich angucken könnte, wären eben die kulturellen Siedlungen, aber so super interessant sind die tatsächlich gar nicht. Die braucht man eigentlich dann vor allem nur in dem Moment, wo man die Güter braucht, die produzieren für den Gebäudeausbau. Die Forschung. Genau, sonst sind die. Noch ein Bandit. Ja, noch ein Bandit fehlt. Leider. Dias ist gerade nicht mehr da, der den zweiten Platz übernehmen könnte. Aber zumindest die 500er Kiste, die wird's werden. Die schaffen wir. Ja. Genau. Also, da jetzt keine Fragen mehr von euch kommen, würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf auf diesen Stream. Ich habe mich ja auch schon wieder heiser gesprochen. Zum Glück habe ich noch Wasser geholt. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Tyreval, Felix, schön und natürlich auch Arak, schön, dass ihr da wart. Und den Stream mit Kommentaren bereichert habt. Und oh, Felix. Felix, danke dir für dein Follow. Schön, dass du dabei bleiben magst. Und Tyrawal, danke dir für die traditionellen 42 Bits, obwohl das ja gar nicht dein Spiel ist im Moment. Aber trotzdem, danke dir. Ich werd auch Skyrim demnächst weiterspielen. Wieder, natürlich. Tatsächlich ist es so, meine Tochter fährt jetzt bald in den Urlaub. Und da habe ich dann ein bisschen Zeit. Also am Wochenende und Anfang nächster Woche. Aber danach fahren wir selber auch hinterher, sozusagen. Ein bisschen arbeiten noch und dann fahren wir später selber hinterher. Die fährt schon mal mit Oma und Opa los in Urlaub. Und wir treffen uns dann alle zusammen bei den Urgroßeltern und ja, feiern Ostern. Genau. Aber nächste Woche oder am Wochenende und Anfang nächster Woche bin ich noch da. Ja, Felix, schön, dass du auch da warst und wirklich so spielspezifische Fragen gestellt hast. Das ist natürlich auch gut. Generell ist die Streaming-Community, wenn man das so nennen kann, weil es gibt eigentlich nur mich. Ich habe noch niemand anderen gesehen, der bei Twitch einen Rise of Culture-Stream macht. Noch nicht so groß. Von daher muss ich das auch erstmal so ein bisschen rumsprechen, vielleicht, dass man hier reinschauen kann und dann auch Fragen stellen kann, wenn man gerade eine hat. Ja, ich habe mit Rise of Cultures selber nichts zu tun, spiele das nur selber gerne und antworte da das, was ich antworten kann. Und sonst lasse ich mich auch gerne von euch Dinge, lasse ich mir auch gerne von euch Dinge erklären, wenn ihr was besser wisst als ich. Genau. Dann könnt ihr das natürlich gerne schreiben und ihr könnt sogar, wenn ihr wollt, auch mit mir reden. Dann machen wir ein Discord-Gespräch auf und reden zusammen im Stream. Das geht auch. Genau. Ja, ungeeignet zum Streamen, so eine Sache ist so eine Sache, ne? Also du kannst halt wenig live spielen sozusagen. Also klar, man kann so ein bisschen das irgendwas machen, aber es ist eher ein Infostream, ne? Also man
erklärt irgendwas Neues oder so und zeigt, wie Dinge funktionieren, aber es ist kein Livestreaming-Spiel, wo man währenddessen eine gute Story erfährt oder sowas. Ja, das mache ich ja auch bei viel häufiger spiele ich Skyrim. Ja, gerne, Felix. Viel häufiger spiele ich Skyrim, so ungefähr zweimal die Woche aktuell. Und da gibt es halt einfach eine mega coole Story und versuche da weiter voranzukommen und so. Wofür gebe ich Juwelen aus? Ist schon unterschiedlich. Also ich habe vor allem am Anfang Juwelen ausgegeben, um Erweiterungen freizuschalten. Das habe ich gemacht, insbesondere da, wo viel Platz belegt wurde durch die Wunder in der Stadt. Jetzt ist es tatsächlich so, dass ich relativ viel Platz habe, wie ihr auch seht. Hier unten ist noch was frei, hier ist noch was frei. Wenn ich das ein bisschen besser aufstellen würde und ein bisschen sortieren würde, hier sind auch noch so Lücken, da könnte ich das auch noch, ja, vielleicht noch ein bisschen umsortieren, dass ich diese Lücken da loswerde. Das ist es nicht mehr, wofür ich jetzt Edelsteine ausgeben würde. Für den Platz nicht unbedingt. Da ist im Moment genügend vorhanden. Wofür ich kürzlich erst neue Edelsteine ausgegeben hatte, war für ein weiteres luxuriöses Haus aus der Steinzeit. Denn da sind zwei Arbeiter drin in dem luxuriösen Haus. Und das ist relativ günstig. Auch mal gucken im Baumenü. Häuser. Also wenn man jetzt nicht das luxuriöse Haus aus seiner Zeit nimmt, das kostet 1200, sondern hier ganz nach rechts geht, Steinzeit, dann kostet es eben nur 750. Und das kommt dann auch irgendwann zusammen. Ja, also 750. Da habe ich jetzt, wie gesagt, 1500 oder so kürzlich wieder gehabt. Und dann habe ich mir so ein weiteres luxuriöses Haus gekauft und habe jetzt zwei Arbeiter mehr. Mir ist halt auch zu dem Zeitpunkt aufgefallen, dass ich zwei Arbeiter mehr gebrauchen könnte. Kann ich ja eben auch mal kurz zeigen, wenn ich die Stadt jetzt hier nachtfit mache. Dann arbeiten hier welche drin, an diesen Stellen. Und die ganzen Farmen werden angeschmissen. Ich mache mir aktuell nicht die Mühe, die gegen große Farmen zu tauschen. Und bin jetzt bei 1. Habe jetzt noch einen Arbeiter übrig. Und vorher hat mir immer einer gefehlt. Mir hat immer einer gefehlt, um alle Farmen, die wirklich gut produzieren, die diese lachenden Gesichter haben, voll zu besetzen. Ich habe hier weiter unten noch weitere Farmen, die hier zum Beispiel, aber die sind alle nicht so gut angebunden, dass die so gut produzieren. Und ich wollte gerne, dass die hier voll produzieren. Aber es ist noch gar nicht alles. Muss mal eben gucken. Habe ja Einheiten verloren. Deswegen produziere ich gerade noch Einheiten. Okay. Genau, dann belege ich hier noch die Farm, weil die noch ein relativ gutes Gesicht hat. Und mache dann über Nacht das Festmahl noch an mit den restlichen drei Arbeitern. Und es ging sich einfach gut aus. Dachte mir so, da fehlt so ein bisschen was an Arbeitern. Ich habe gerade viele Edelsteine. Mache ich das. Mit der Luxusfarm habe ich ein gewisses Problem. Die Luxusfarm ist natürlich sehr cool, wenn man ein Event hat und man kann mit Hilfe von ein oder zwei Produktionen mit der Luxusfarm eine Teilquest abschließen. Das ist natürlich dann sehr cool. Aber die Luxusfarm ist teuer. Gehen wir mal auf die Farm. Die kostet jetzt hier in der iberischen Ära 1320. Könntet ihr jetzt sagen, okay, ja, das kostet ja hier, das luxuriöse Haus kostet
in der iberischen Ära ja auch 1200. Aber ich kann ja runtergehen. Ich kann ja auch einfach das Steinzeithaus kaufen. Das gibt auch zwei Arbeiter, genauso wie das aus der iberischen Zeit zwei Arbeiter gibt. Und auf das Geld lege ich nicht so viel Wert. Von daher kann ich einfach das Steinzeitding nehmen und bin dann verglichen mit der Farm schon fast bei der Hälfte. Und hier kann ich eben nicht aus einem anderen Zeitalter die Luxusfarm nehmen. Denn bei den Quests steht explizit da, man soll entweder eine Luxusfarm aus seiner Zeit oder aus dem Zeitalter davor nutzen, um zu produzieren. Das bedeutet, wenn du eine Luxusfarm kaufst, kannst du die für zwei Zeitalter benutzen. Danach musst du eine neue kaufen, weil sie dann nicht mehr nutzbar ist für die Quests. Und dann ist es wiederum so, man schafft es auch, wenn man die anderen Farmen benutzt. Braucht man halt ein bisschen länger. Es gibt auch immer mal wieder eine Alternativaufgabe, die statt der Produktion möglich ist, die dann schneller geht. Man braucht es nicht unbedingt. Ja. Von daher würde ich nicht für die Luxusfarm einsetzen. Ansonsten, wo ich noch relativ viele Edelsteine für ausgebe, ist in der Schatzjagd. Wobei es weniger werden. Also da muss ich schon echt sagen, es werden immer weniger Edelsteine, die ich in der Schatzjagd ausgebe, weil meine Kampfkraft immer weiter steigt. Und deswegen brauche ich immer weniger Edelsteine. Früher, wo meine Kampfkraft noch nicht so stark war, konnte ich die letzten Begegnungen nicht kämpfen. Und da musste ich verhandeln. Und da war es dann wichtig, dass ich noch Edelsteine übrig habe. Und die Verhandlungen sind ja hier jetzt auch verglichen mit Forge of Empires deutlich edelsteinintensiver. Also man muss da viel mehr Edelsteine ausgeben. Mit der Zeit upgraden. Ja, stimmt, Felix. Das geht dann wahrscheinlich günstiger, ne? Ja. Ich kann ja hier auch für 50 Edelsteine das luxuriöse Haus von der Bronzezeit in die Bronzezeit anheben. Genau, es ist jetzt Steinzeit und ich kann es für 50 Edelsteine in die Bronzezeit anheben. Das stimmt, da hast du recht. Man muss ja nicht ein komplett neues, luxuriöses. Man muss ja nicht eine komplett neue Luxusfarm kaufen. Ja, stimmt. Dann ist es gar nicht ganz so drastisch, wie ich das gerade formuliert habe. Ja, kann man vielleicht dann doch in Betracht ziehen, die Luxusfarm. Und das ist es eben, warum man Zuschauer braucht, die auch ein bisschen was schreiben. Dann kommt man auf Ideen, an die man nicht gedacht hat, weil man selber den Fall gar nicht kennt, weil ich es gar nicht ausprobiert habe. Aber da hast du recht, da ist natürlich dann günstiger und brauchst weniger, deutlich weniger Edelsteine bezahlen, um dann ins nächste Zeitalter zu kommen, als wenn du die komplett neu aufbauen würdest. Gutscheine, mit dem man einen Versuch extra bekommt bei den Banditen. Das wäre dann das mit den mehr Sternen, ne? Denke ich mal. Ja, kann man gespannt sein, was da kommt. Ist ja jetzt noch unklar. Wenn man dann so ein 2-Sterne-Banditen hat oder irgendwann 4 oder 5 am Ende vielleicht sogar. Und dann wäre das vielleicht das, was du meintest, dass man da extra Versuche bekommt, die man dann einsetzen kann bei Bedarf. Wäre natürlich auch eine gute Sache. Gut, fällt mir noch was ein, was man mit den Edelsteinen machen kann? Ah, jetzt klingelt der Wecker wieder.
Ja, hin und wieder booste ich mal eine Produktion, weil ich sehe, okay, beispielsweise, ich bin jetzt hier bei der, habe ich heute, glaube ich, gar nicht groß reingeschaut. Da ist jetzt, glaube ich, alles fertig bei den Wikingern. Ich bin jetzt hier kurz vorm Einsammeln meiner Güter irgendwie. Also dieser Edelsteine hier bei den Wikingern. Und ich muss jetzt da noch 50, ja, wahrscheinlich gar nicht mal 50, sondern 20 Edelsteine ausgeben, um dann die Güter einzusammeln. Und dann kann ich die Produktion wieder von ganz vorne an starten. Und dann läuft sie eben 6 Stunden über Nacht. Und tut dann ihre Sache. Und ich muss nicht noch 15 Minuten wach bleiben. Da nutze ich dann mal ein paar Edelsteine für, um das zu boosten. Das ist zum Beispiel so eine Möglichkeit. Oder um ein Gebäude früher abzuschließen und dann den Ausbau des nächsten zu starten. Da nutze ich dann auch gerne mal ein paar Edelsteine. Ja, solche Sachen. Genau. Bei der Allianzstadt habe ich jetzt auch ein bisschen was eingezahlt, zum Beispiel um die Banditen zu boosten, um bei einer der letzten Banditenjagden schneller auf die große Truhe zu kommen. Das lohnt sich jetzt hier an der Stelle nicht. Da wird es jetzt wahrscheinlich bei den 500 bleiben. Ist okay, lassen wir das so. Ist dann halt ungünstig, wenn sich die aktiveren Spieler in die Produktionsgebäude gesetzt haben und dann eine Banditenjagd kommt. Also die Produktionsgebäude ist halt wirklich was für diejenigen, die nicht so oft online sind. Eher, ne? Genau, also wenn ich am Tage in Meetings bin und sowas, mache ich auch Produktionsgebäude. Eher. Oder wenn ich unterwegs bin oder sehr konzentriert an einer Sache arbeite. Es wird sich alles noch eingrooven. Im Moment bin ich da sehr euphorisch, was die Allianzstadt angeht. Genau. Soweit, so gut. Jetzt aber. Jetzt sage ich vielen Dank euch fürs Zuschauen. Vielen Dank nochmal für die Bits an Tyrawal. Vielen Dank für 15 Monate fleißig dabei sein an Tyrawal. Vielen Dank für eure Fragen und Anregungen. Und für dein Follow, Felix. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, euch ein paar Infos mitgegeben, die nützlich für euch waren. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und wie gesagt, an diejenigen, die nicht live zuschauen, sondern dann später im Video, gerne Fragen drunter. Und ja, dann freue ich mich darauf. Okay, ja, dann macht's gut. Und dann gerne bis zum nächsten Stream. Rise of Cultures werde ich wahrscheinlich eine Weile warten, bis der nächste kommt. Mal gucken. Schauen wir mal. Okay, wenn wieder was Neues da ist. Ach, Onata, du warst auch da. Schönen Abend dir auch, Onata. Schön, dass du dabei warst. Gut. Dann sage ich mal Tschüss. Blend mich aus. Und suche noch einen Raid raus. Vielleicht ist noch jemand online. Dann sage ich auch gleich noch was. Also, Mikrofon ist ja noch an, wie ich gerade sehe. Ich schaue mal, ob hinter den Leuten, die ich sonst so raide, noch jemand da ist. Die Schlaui-Paui ist da. Und der Firefox ist da. Big L ist da. Zu Big L haben wir schon lange nicht mehr geradet. Ich spiele auch im Moment gerne ein bisschen Minecraft. Selbst. Hab das meiner Tochter gezeigt. Und er spielt gerade auch Minecraft. Also nutzen wir mal die Gelegenheit und raiden zu Big L. Starte ich noch den Raid.
Zack. Okay. So, ist angestartet. Und dann bis bald. Macht's gut. Gute Nacht. Ciao.